Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer-Nehmer mit einer weiteren Folge Let's Play Gwent's Witcher Card Game gegen den Johnny Blaze, der hier wieder am Stissel ist und jetzt sagte er, seine richtigen Decks rauspacken will, damit ich richtig trainieren kann. War vorher, wie er sagte, war alles nur ein bisschen testen, alte Decks wieder mal ausprobieren, die ja 100-mal jetzt genervt worden sind und gepatcht und nichts mehr richtig funktioniert. Jan, komm, dann lade ich dich mal hier wieder ein. Da bist Invite. Ich habe dir ein Invite geschickt. Yes, Sir. Hört ihr mich? Yes, Sir. Seht ihr mich? Yes, Sir. Alle salutieren, denn der General ist back. Bö, du krasser Reimer, du. Domo arigato sayonara, Bitch. Das ist Genetik. Kennst du nicht Genetik? Sigi. Sigi hat, was du nicht hast. Bling, bling, Gold. Jetzt hör auf, hier andauert irgendwelche Wörter gegen den Kopf zu schmeißen, nicht aus irgendwelchen Hip-Hop-Texten kennen. Such dir aus. Scoia'tael oder Nördliche Königreiche? Mach, was du willst. Okay. Spielst du eigentlich nicht Nilfgaard? Fällt mir gerade so ein. Ja, doch. Ein Deck, aber das habe ich noch nicht ganz fertig. Fehlt mir noch eine goldene und ich glaube eine silberne fehlt mir noch. Sacre bleu. Spion oder Hybrid? Einmal dieser Spion, der hier für 5, der dir einen 8er aus dem Deck zieht, also dir eine Karte aus dem Deck zieht, die 8 Stärke dazu bringt. Wenn du Frieden willst, bekommst du Krieg. Weiß, der auf dem Pferd, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Und hier der Goldene, der zu 222er wird, wenn der Gegner noch nicht gepasst hat. Ja, ich meinte aber, was das Deckprinzip ist. Also Spionendeck, Hybriddeck. Ach ja, also Hybrid mehr. Mehr so ein Mischmasch aus beiden. Ah, gut, du darfst schon mal anfangen. Das ist gefährlich. Oh nein! Ich hab was. Oh nein! Oh, ja, was denn? Ich hab was Dummes auf der Hand. Das ist jetzt im Grunde eine tote Karte. Also habe ich statt 11 im Grunde 10 Karten auf der Hand. Es zieht ein Unwetter auf. Oh, ernsthaft? Lass uns die Zeit nutzen. Haha, lach. Oh Gott. Oh Gott. Oh, aber guck mal, du musst das blöde spielen, ich muss das spielen. Wir haben beide nicht gerade viel Glück gehabt. Aber das war echt. Und jetzt kommt die Scorch hinterher, pass auf. Mein Lieber. Oh, hast du echt eine Scorch im Deck? Das ist echt vorwärts, Freeheld! Oh, sag bloß. Du elender Hund, du. Fängt ja schon gut an, das Spiel. Naja, ich merk schon. Merk ich schon. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Heil Herser! Ich verfüttere dich an die Krähen! Oh, du elender Hund, du! Exzellenz, ich das komme ist nicht cool. Mit. Vorwärts, Freeheld! Ja klar. Das ist nicht fair, nennt man das. Nicht fair. Gloir in Herzer! Ich verfüttere dich an die Krähen! Ein Jammer, klar, dass ich keine Zeit habe. Klar, hau sie mir alle rüber. Ich kann sie ja nicht gebrauchen, ey. Ja, deshalb gebe ich sie dir. Alles in Ordnung? Du Hund, du. Ich bin böse, ne? Barbaren! Genug geredet! Brand an den Speck! Gieriger Narr! Das Deck kennen wir doch irgendwo. Blaue Berge! Mutter wird stolz sein. Der Hass der Nordlinge verblasst nicht. Interessiert dich was bestimmt? Nein, wirklich. Was soll ich tun? Mm-mm.
Wenn du Frieden willst, bekommst du Krieg. Hallo, mir schwart Übles. Ciri. Fallverschwendung, die Bande. Ich hasse dein Deck. Da kann man im Grunde im Nachhinein so wenig gegen machen, ist das Problem. Ergib dich! Das spart Zeit! Genug geschwätzt! Lacker hier, ey. Lacker vor dem Herrn. Jetzt habe ich die echt ein Slot zu weit nach rechts gespielt. Echt, ey. Ich hätte die nach links legen müssen, dann wäre die Kakerlake nach, ne, neben den anderen. Neben den Vampir oder was. Jetzt habe ich die Goldene dazwischen. Das passt mir ja gar nicht. Meine Verschreibung, Adalas. Ach, dass man das jetzt nicht mehr sehen kann, finde ich doof. Heil Herser! Heil Kerze! Müsste sogar funktionieren, ey. Boah, das wäre echt witzig gewesen. Was denn? Hätte ich dich nicht im Grunde bouncen können? Den Kommando-Elfen da, den Kommando der blauen Berge-Elf genommen, den auf den Doktor gespielt, dann wieder den Kommandotypen geholt? Also hätte ich den nicht bouncen können? Den Medic? Ja. Sigi, den hättest du bouncen können. Ja, war mir, ich wollte gerade, das ist das Doofe, wenn man sich nochmal die Handkarte anguckt. Also du bist gerade im Friedhof, sagst du, möchtest dir aber die Handkarte angucken, dass man nicht genau nochmal den Text von der liegenden Karte sehen kann. Das finde ich ein bisschen blöd. Hör, du kannst doch, wenn du im Friedhof bist, hast du doch unten dieses Feld, dass du wieder zum Spielfeld kommst. Ja, aber dann kannst du, die Karten werden nicht mehr vergrößert, die auf dem Schlachtfeld sind, damit du die Texte sehen kannst. Achso. Das müssten sie mal patchen. Burak! Ich hasse Portale. In jedem Deck ist das drin, ey, und da kann man nichts gegen machen. Die ist ja auch nice. Ich hab dich gewarnt! Blaue Berge! Hat so oft so nutzlose Karten hier drin. Jetzt gehörst du mir! Ey, meine Roach. Mhm. Du Schwein. Wie heißt die? Heißt die auf Deutsch Plätze oder was? Weil Roach ist ja eigentlich Kakerlake, ne? Ist auch eine komische Übersetzung. Tja. Dann habe ich gegen dieses Drecksdeck verloren. Ach, ja doch, guck mal, was hätte ich denn jetzt noch effektiver aus meinem Deck rausholen können? Gar nichts. Ja. Besonders. Das ist schon recht. Besonders muss ich die Scorch aus meinem Deck nehmen, die bringt's nicht. Es gibt Momente, da habe ich genug. Nein, mein Vampir. Nein. Ich mag den ja nach wie vor, den Regis, ne? Ich finde, das ist eine super geile Karte. Ich mag eure Art zu sterben, Mensch. Ja, wie gesagt, man kann das Deck. Ich bin mal gespannt, wann die das irgendwie patchen oder so, weil das auf jeden Fall auch noch eine ziemlich krasse Sache ist, weil du zu wenig effektiv dagegen machen kannst. Solange du kein Wetter spielst. Also solange man selbst kein Wetter spielt, kannst du wirklich halt nicht sonderlich viel dagegen machen. Und ich bin mal gespannt, wann die, könnte man sagen, das bemerken.
Ja, du kannst ja mit Konsummonster kannst du eine höhere Power legen. Mit ja. Hänselt kannst du auch eine höhere Power legen. Also ich weiß, ich find das nicht so stark. Ich finde Hänselt ist viel problematischer momentan irgendwie. Wer wirklich oft sehe ich, das deckt nicht im Ranked, muss ich sagen. Ja, ja, weil ich glaube, so viele sind noch nicht hinter dieser Taktik tatsächlich gekommen, habe ich das Gefühl. Naja, du brauchst halt wirklich die perfekte Hand, ne? Du brauchst den Operator, du brauchst die Toroville und du brauchst Moren, so. Wenn du halt nur eine davon hast und ziehst ja, nicht mindestens noch eine weitere. Aber wäre es dann zum Beispiel besser, den Commander drin zu haben, der dich nochmal drei Karten nachziehen lässt? Falls man ja natürlich das, was man sucht, also nachziehen kann. Du meinst Francesca? Ja, weiß ich nicht. Dann hast du halt das Problem, dass du mit dem Brover kannst du ja wenigstens eine finden, die du brauchst. Und mit der Francesca ist ja die Frage, kriegst du sie nicht? Das ist alles so ein bisschen unreliable. Ja. Na, ich darf anfangen? Ich hab auf Ignorieren gedrückt. Das Spiel hat sich anfangen lassen. Ja. Jetzt hab ich mir schon fast gedacht, das Spiel will, dass ich verliere. Ah, shit, hab eigentlich falsch schon gefällt. Sag, dass das ein Witz sein soll. Nur ein toter Mensch ist ein guter Mensch. The only good human is a dead human. Ihr Scheusale! Ich verfluche euch, Däune! Däune. Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Wir werden unsere Stärke beweisen. Mist, warum machst du denn den kaputt? Darum. Beide haben dieselben Gedanken. Du hast bestimmt noch mehr Removal auf der Hand, so wie ich dich kenne. So wie du mich kennst. Es zieht ein Unwetter auf. Du hast das Deck mit zusammen gebaut, du solltest es wissen, was hier drin ist. Ach, meinst du, ich merke mir das es alles? Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Deine Tricks kannst du dir schenken, Säune. So, wir werden sehen, wer hier schwach ist. Boah. Ich werde nicht versagen. Junge, das ist aber mal gut hier. Hey. Das ist aber mal gut hier. Das war ja eine ordentliche Keule, ey. Richtig close, wa? Vorwärts, Freeheld! Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Wie wär's mit einer Partie Gwent? Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Tod den Menschen! Death to human. Ja. Ein altes, vernünftiges Kommandohorn wäre jetzt was Schönes. Nicht dieser neuartige Dreck, ne? Die Karte bringt's doch gar nicht mehr. Das ist Schrott jetzt. Kannst du knicken. Ergib dich besser gleich! Böse von dir. Yennefer von Wengenberg. Hast du eigentlich Witcher 3 mal gespielt? Ja. Das haben ja nicht alle Leute Witcher gespielt, die auch Gwent zocken. Das erfrage ich. Marakam wurde nicht an einem Tag erbaut. Koexistenz? Keine Spur. Hätte vielleicht doch lieber ein bisschen anders playen sollen am Ende hin, aber gucken wir mal.
Oh du, ich hab grad Full House gekriegt hier. Full House? Ich mute mich mal kurz, ne? Ja. Er mutet sich grad mal kurz, weil er hat Besuch. Jetzt muss ich mich hier selbst halt unterhalten. Ah, da hat er natürlich eine gute Karte gezogen. Eine sehr gute Karte. Münzen her oder verzieh dich. Ist wohl gerade seine Freundin wieder mit einem lässt sich nicht in Gold Besuch aufbieten. Wiedergekommen. Bis auf den letzten Mann! Da ist er jetzt am Gucken und am Überlegen. Hat schon mal was in der Jacke für musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Friedhof. Hat aber nichts mehr. Da hat er nichts mehr. Alles wird gut. Ja, wir spielen einfach nochmal hier safe. Halt durch, mein Lieber. Ach, da haben wir eh nichts mehr im Deck. Dann passt das schon mal. Der will es jetzt aber auch unbedingt wissen, er will mir so viel wie mich aus der Hand locken. Dann erkämpf ihn dir! Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. Schauen wir jetzt mal, wie hier die Runde ausgeht. Er ist ein Kartenvorteil von 1. Lassen wir ihn natürlich anfangen. Könnte natürlich aber jetzt mit 1 Million von Revives natürlich dumm sein. Am Ende. Ich bin Ärztin. Ja, ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Jetzt wird er nachziehen, oder? Tatsächlich nicht, okay. Macht sie nieder! Bis auf den letzten Mann! Oh, ja, jetzt wissen wir, was er vorhat. Und damit gewinnt er dann jetzt auch. Miese. Ergib dich! Das spart Zeit! Ja, das war's. Oh, Mann. Ich tue meine Pflicht. Ach, war ja klar. Der blöde Drache. Jetzt die Frage, ob er ihn nachgezogen hat, dann natürlich bis letzten Turn verwahrt hat. Jetzt die Frage, war es okay, dass er seine Roach gepusht hat? Ich glaube nicht, ja. Fallverschwendung, die Bande. Oh, ganz close. Ach, war das blöd, dass er jetzt unbedingt den Drachen natürlich gezogen hat. Und den Revive. Und. Ja, da konnte ich nichts gegen machen. So, dann sind wir jetzt auf jeden Fall mit der Folge dann auch schon durch und soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, würde ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Sebastian, eurem Gamer-Nerd, zu einer weiteren Folge Gwent The Witcher Guard Game. Vielleicht auch wieder mit Johnny Blaze. Ich verwechsel das immer mit einem anderen Kollegen, der so heißt, der sich auch immer gern Johnny Blaze nennt in so anderen Games. Naja, haut rein, Leute.